Hallo an meinem Basteltisch. Ja, heute habe ich mal hier schon ein bisschen was hingelegt, weil ich möchte ja unbedingt noch das Würfelweekend nachholen. Von der Woche 19, da hat der Gudrun ausgewürfelt. Gegenstand, Schnipsel, Geometrisches und gezeichnet. Ja, mein Problem ist gezeichnet, wie ihr vielleicht ja schon wisst, weil ich ja eigentlich beschlossen hatte, ich zeichne nicht, dafür habe ich ja Stempel. Das war ja irgendwann meine Entscheidung. Ja, nun machen wir das aber irgendwie trotzdem. Ihr seht schon, ich habe jetzt hier so Schnipsel rausgesucht. Hängt damit zusammen. Ich hatte mir, Moment, muss ich hier mal ablesen. Und zwar, was angeguckt bei einem Kanal, Camellia Crafts Design. Und zwar ein Top-Flap Pocket. Und zwar gemacht aus einem Briefumschlag. Weil ich hatte ja. Ihr seht, also Gudrun hatte ja so ein kleines Journal gemacht aus diesen Umschlägen hier und hatte die aber so mit dieser Klappe, ja. Und ich habe aber eine so aufgeschnitten ohne die Klappe und habe dann immer gedacht, ja, schade eigentlich. Jetzt hast du das Ding so. Was machen wir jetzt damit? Weil ich habe auf immer so viele Umschläge gehabt, dass ich die ja nicht in die Journals da alle verarbeiten könnte. Sag ich mal, das wird dann ein bisschen viel. So, der ist auch noch nicht so richtig abgeschnitten. Und wie ich das gerade sehe, müssen wir das wahrscheinlich hier auch noch ordentlich zukleben. Aber gucken wir mal. Ja, und auf diesem Kanal, die hat aber gezeigt, was ich total schön fand, oder immer noch schön finde, wie man diese Art Umschlag, der so aufgeschnitten ist, benutzen kann. Jetzt habe ich noch keinen fertig, kann ich euch auch nicht, also noch nicht zeigen. Müsst ihr also irgendwie, wenn ihr Lust habt, dabei bleiben. So. Dieses Ding wird also benutzt, um daraus eine Tasche zu machen. Pocket heißt ja Tasche und Top Flap ist ja eigentlich bloß eine Klappe hier oben sozusagen. So. Ja, wir könnten damit jetzt anfangen, obwohl, nee, ich wollte eigentlich damit anfangen, die Schnipsel hier zu bearbeiten, weil hier sind ja welche, die haben schon so ein bisschen was drauf und hier sind welche, wo nichts drauf ist. Und ich habe mir jetzt gedacht, ich will da ja auch die verwenden. Jetzt muss ich hier mal wieder mein Schmierblatt holen. Weil ich stempel hier einfach was drauf. Was spricht dagegen, das nicht so zu machen? Ne, hier ist zum Beispiel so ein Stück von so einer Buchseite, was, ja, so, ne, da steht die 14 noch drauf, aber der Rest ist ja nicht mehr da. Und dann dachte ich mir, damit das dann so ein bisschen mehr nach Buchseite aussieht oder ähnliches, machen wir jetzt hier einfach mal Schrift drauf. Das ist hier so ein Stempel von LaBlanche, wieder mal einer von denen. So. Und dann habe ich hier so Zettel mit Schrift. Auch hier sowas, das ist ja richtig Packpapier. Also ich möchte eigentlich, vielleicht können wir den auch mal so hochkant bestempeln. Das wäre vielleicht auch nicht so verkehrt. Weil wenn man jetzt hier immer so einen Umschlag hat, dann gibt es ja sowas, wo ich hier sowas gegenkleben muss zum Beispiel. Das wäre ja nicht so schlecht. Aber jetzt sehe ich gerade, dass hier genau die falsche Seite liegt jetzt da. Aber war. Ach, ist ja ideal. Mal ruf da. Man kann natürlich auch viele Blätter hinlegen und dann da gleich mit ihm mal mehrere bestempeln. Das kann man auch alles machen. Und dadurch, so, ja, dann hatte ich hier noch was mir hingelegt. Und zwar habe ich hier so eine, die, oh Gott, Teig wieder vergessen, von wem die sind. Ist ja so eine Amerikanerin, die immer beim Mekka steht. Und zwar ist da so, ja, wie sagt man denn da so? Also ein großes Wort und die Erklärung dazu. Ihr wisst schon, was ich meine, ne? So, warte mal. Nee, wir nehmen das Kleinere hier. Hier steht zum Beispiel Spirit drauf. So. Ja, kann man doch auch mal verwenden. So. Mach das jetzt mal. Dann habe ich hier noch dieses Stück. Das war ja eins, wo ich. Da habe ich das Teil gebügelt. Und so ein. Nee, Serviette war es ja nicht. Dann war es irgendein Tuch oder sowas. Da hat ja was aufgebügelt und jetzt machen wir das da oben mal. Dann reißen wir das vielleicht nachher noch ab oder irgendwie so. Also Travels habe ich da auch. So, hatte ich nicht noch irgendwas anderes? Hier liegen ja, hier liegt noch eine ganze Menge. Und zwar liegen hier noch diese kleinen Tickets rum. Also ich will jetzt hier aus diesen Schnipseln sozusagen noch ein bisschen mehr machen. Weil wenn ich die Stempel schon habe, dann
Ach so, hier könnte man das drauf machen. Denn so ein Ticket muss ja nicht ganz sein. Das kann ja auch so ein bisschen halb angerissen sein oder ähnliches. Das spielt ja überhaupt keine Rolle. Es geht mir bloß darum, dass diese Schnipsel hier irgendwo, muss die Stempel denn nachher sauber machen. Mal anders als sonst, wo ich das immer gleich mache. Aber machen wir jetzt mal durch. So, das reißen wir nachher hier ab. Machen wir dann noch eins drauf. Ja, einfach noch eins. Zack. Wie gesagt. So, wenn wir schon dabei sind, dann machen wir hier nochmal weiter, wa? So. Also noch verkehrt rum, aber das spielt ja auch keine Rolle. Weil kann man ja auch umdrehen. So. Muss ich ein bisschen Stempel umdrehen. So. Mal so was. Dann habe ich noch irgendwas. Guck mal, hier ist so was. Das ist ganz schmal. Da könnten wir dann, da gibt es nämlich so ein ganz schmales Ticket hier auch. Das ist diese Tim-Holz-Platte hier, die eine. Kann ich dir vielleicht noch mal kurz zeigen. Ups, jetzt muss ich aufpassen. Diese hier, ups, wie heißt die? Going Somewhere. Ne? Da sind so alle möglichen Sachen drauf und jetzt bin ich schwarz. Okay. Ja, könnte man so was hier machen. Ticket stempeln. Ach, die hätte ich mal. Jetzt ist das, wenn das immer so ein bisschen weiter weg ist hier, der seht ihr das hier, so der Gummi, ne? Wenn der zu breit ist, dann hat man nicht so die Idee, wo genau man die Tickets zusammensetzen könnte. Da ist es eigentlich besser, wenn man das nochmal richtig zuschneidet. Aber das habe ich in dem Fall noch nicht gemacht. So, also machen wir das jetzt hier auch. Da ist dann nicht mehr ganz so viel von dem Ticket drauf, nicht alles. Aber das spielt ja, wie gesagt, auch keine Rolle. Das soll wirklich bloß so sein, dass ich hier noch Schnipsel habe und nicht nachher dastehe und keine Schnipsel habe. So, was haben wir noch? Das wollte ich nachher benutzen. Hier habe ich auch noch was. Da könnte man jetzt zum Beispiel diese drauf stempeln. Ups, haben wir noch einen Block irgendwo übrig? Hier hinten liegt noch einer. Der müsste passen. So, und das eine Schnipselding, ja, das wollte ich zum Zeichnen nehmen. Und das ist auch schön hier. So was mit so Zahlen ist ja auch immer schick. Ich hoffe, ich kann das hier irgendwie alles so gebrauchen. Mal sehen. Okay, haben wir noch was? Da war noch so ein Mammut-Ticket. Ja, das machen wir einfach so. Da kommt das eben nicht ganz drauf, sondern nur so ein bisschen. So, ja, schön. Okay, hier ist auch noch so was. Ja, weiß ich ja nicht, ob ich das brauche. Keine Ahnung. Das nehmen wir jetzt auch mal, wa? Manchmal ist das auch gut. So. Okay, jetzt muss ich erstmal meine Stempel wieder sauber machen. Und dann sehen wir uns wieder. So, ich glaube, jetzt kann ich weitermachen. Ja, und zwar müssen wir jetzt mal gucken, weil der ist hier nicht so richtig schick geschnitten. Den habe ich irgendwie ein bisschen doof aufgerissen. Macht das was? Nö. Nur hier im oberen Bereich nachher, aber das spielt eigentlich auch nicht so die Rolle. Also, muss ich hier nochmal zukleben. Das könnte ich auch nochmal machen, ein bisschen. Wobei man das ja eigentlich nachher auch mit dem Papier zuklebt wieder, wenn ich das drauf mache. Naja, machen wir hier mal ein bisschen. Machen wir ein bisschen Schönheitsreparatur. So. Die Frage ist noch. Das hier klebe ich vielleicht noch zu. Das ist, glaube ich, besser, wenn man das so ein bisschen zuklebt hier. Diese Tank. Auf der anderen Seite braucht man das nicht, weil wir machen jetzt da so eine Tasche draus. Ja, also sie hatte das eigentlich so gemacht, dass man den jetzt hier faltet. Jetzt kann man sich überlegen, wie lang man das Ding macht. Ich hatte mir hier schon als nachher innen drin eine Karte drin gepackt. So, die hat genau die Größe von so Kartenpapier. Also 10,5 auf 14,8.
So, jetzt ist es allerdings so, wenn ich das jetzt genau darauf falte, dann würde ich hier drin landen. Und das will ich ja nicht, ich will ja das Fenster da haben. Wobei ich jetzt gerade sehe. Ach nö, passt trotzdem. Gut, also ich nehme mal jetzt das schon so ruhig. Naja, das Fenster lassen wir ein bisschen vorgucken, wa? So, irgendwie so. Da falten wir uns das jetzt hier mal. So, okay. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir brauchen das hier abgeschnitten. Und zwar diesen oberen Teil hier. Machen wir das hier mal aufschneiden. So. Meine Schere schneidet immer nicht bis zum Ende. So, und die andere Seite schneiden wir schon mal bis dahin auf, wo ich jetzt geknickt hatte. So, das ist schon mal klar. Bis hier, jetzt will ich bloß noch mal gucken, wenn ich nämlich diese Ding hier hinsetze, habe ich das jetzt unten festgeklebt? Na, ehrlich jetzt? Das wollte ich ja nicht. Ich wollte das ja nur so weit kleben, dass es. Genau. So. So muss das. So, also, die soll hier rein. Ja. Und dann muss ich die natürlich rausholen können. So, das ist natürlich ganz schön. Genau. Ne? Ihr seht ja, ne? Ich habe die jetzt hier drin und jetzt habe ich eigentlich hier noch so ein Stück Überstand. Ich will aber, dass man die nachher anfassen kann. Das wäre ja sonst doof. Das komme ich ja nicht rein in die Tasche. Also müsste ich mal gucken, dass ich mir das so zurechtschneide, dass die Karte schon ein bisschen rausguckt, oder? Oder lassen wir sie nicht rausgucken? Das ist jetzt, glaube ich, so, wie man es gerade so lustig will. Man könnte auch noch oben nachher sogar drin machen, hier so, dass man es rausziehen kann. Das würde auch gehen. Gut, ich mache mir jetzt erstmal hier so einen Strich, wo da meine Karte ist. Das ist ungefähr da. Und da ich ja ein Messmensch bin, muss ich das auch abmessen. Also das sind 15,2. Da mache ich mir jetzt einen Strich hin. Also bis hier soll das nachher sein. So, Moment, nehmen wir eine Karte raus. Gut, ja, wir schneiden jetzt erstmal dieses Stück hier auf alle Fälle ab. So, bup, bup, bup. So. Da habe ich schon wieder so ein Stück Rest. Und das hier schneide ich jetzt auch nochmal kurz auf, bis zu meinem Strich. Und falte das jetzt runter. So, weil dann habe ich jetzt hier an der Stelle mal so ein bisschen doppeltes Papier, dass es einfach da so ein bisschen besser hält. Packen wir nochmal eine Karte drin und gucken jetzt nochmal. Ja, die steckt jetzt drin. Und wie gesagt, wenn ich will, kann ich hier immer noch so einen Halbkreis nachher reinstanzen. Oder aber, ja, ich komme ja trotzdem rein. Ja, wir lassen das jetzt mal so. So, jetzt habe ich also Ditte und habe hier schon meine Flap sozusagen. Also die Klappe. So, das Ding hier, das klebe ich jetzt mal hier an. Das verstärkt mir jetzt eigentlich nur da diese Sache hier so ein bisschen. So, okay. Ja, dann kann man jetzt auch noch mal überlegen, weil ich hatte denn hier sehen in dem Video, ich habe ja vergessen, Amelia heißt die denn. Die hat sich auch immer auf irgendeine andere Dame bezogen, die da auch so was gemacht hat, die das wahrscheinlich eher erfunden hat. Ja, die hat auf alle Fälle so was gemacht, die hat schon mal noch was hier hintergeklebt, damit dieses Fenster auch, wenn ich es jetzt, sag ich mal, wenn ich die Karte rausnehme, da hinten auch was hat. Und ich habe ja hier so diverse Dingsbums. Man könnte jetzt hier einfach so ein Stücke nehmen und das genau da so hinkleben. Innen drinne. Jo, könnten wir jetzt einfach machen. Gucken wir mal, wie lang das sein muss. Und dann reißen wir da einfach was runter und kleben das darin. Also ich klebe das jetzt wirklich hier genau hinter das Fenster. So, das ist jetzt wieder mein das Lustigste überhaupt für mich, weil ich jetzt hier wieder anfangen muss, mit irgendwas zu kleben. Wisst ihr ja, wa? So, ich freue mich schon ganz doll drauf. Aber das ist jetzt so. So, haben wir jetzt mal hier so einen Kleber. Können ja mal dieses, das ist ein bisschen unverfänglicher da, die Landkarte. So,
Also, versuche ich mal, dass da, ob ich das genau rangeklebt kriege, weil das war ja schön eng. Genau unter das Fenster. Mal sehen, ob das was wird hier mit mir und dem Fenster. Ja, sehe ich schon. Dann wälzt sich so ein Papier. Ja, kann man sich schon ärgern. So, Moment. Mal das genau unter das Fenster kleben. Sehen. So. Okay, haben wir also schon was dahinter. Ja, jetzt geht es eigentlich bloß darum, dass man das ja hier irgendwie alle zuklebt. Da habe ich dann ja einfach gedacht, ja, hier, guck mal, so kann man das hier so immer rundherum kleben. Und dieses Teil hier hatte ich mir so eigentlich überlegt, so für unten. Genau, und da können wir dann um einfach umlegen auf die andere Seite noch. So, mache ich jetzt mal. So, das ist jetzt auch wieder ein bisschen breiter. Das wird alles sehr spannend hier. So. Na, komm mal her. Komm mal her, mein kleiner Umschlag. Sei mal lieb zu mir. Kann man das kleine Stück hier gleich abschneiden. Und das hier. Schon mal. So, hier mache ich schon wieder irgendein kleines Stück. So, gut. Ja, dieses hier hatte ich mir gedacht, dass es vielleicht so ja immer rundherum passen könnte. Ist ja so. Zack, zack, zack. Siehst du? Fertig. Dann habe ich nämlich schon, weil ich klebe natürlich jetzt hier wieder diese Seite wieder zu. Wie gesagt, Thema ist ja Tasche. So, was klebe ich denn jetzt da? Eigentlich müsste ich, muss ich mir das abmessen? Oder können wir das nachher machen? Nee, ich muss es jetzt abmessen, wa? Das wird sonst nichts. So, also ich habe wirklich gedacht, ich setze das jetzt hier so an. Auf so einer Ecke. Komm mal her, komm mal her, komm mal her. Obwohl, man kann das auch so ansetzen. Ah, das ist vielleicht besser. Ich klebe einfach nachher noch was hier rum. Das wäre da auch mal nicht schlecht. So, warte, warte, warte. Das passt da hier schon wieder nicht. So ungefähr, war. Ist das so? Ja. Dann muss ich hier mal gucken, wie weit ich da rum muss. Hier ungefähr. So, dann reißen wir das da jetzt noch mal ab. Versuche ich mal das vielleicht gerade hier hinzulegen. Das wäre schon nicht verkehrt. So. Ach so, ja. Die hat das jetzt auch immer so schön gemacht und die ganzen Sachen so schön umrandet braun noch. Das können wir ja auch noch machen. Weil das ist natürlich jetzt ein ganz schön großes Stück. Aber das muss ja auch irgendwann mal weg. Ich habe mich eigentlich gefreut, dass man so ein großes Stück da ist. So, jetzt versuchen wir das mal. Kommt schon wieder mein Problem. Ja. Das ganze Ding irgendwie mit Kleber bestreichen und darauf. So, guck mal hier. So, gut. Dann versuchen. Oh, fällt wieder alles um. So, dann versuchen wir das mal. Also, ich setze das jetzt eher einfach an. So dachte. So. Knicken wir das hier einfach. Siehst du, dann fehlt hier hinten auch noch was. Aber das kann man ja da irgendwie. Wir finden schon irgendwo was, wa? Um das hinzukleben, hoffe ich doch. So. Ja, jetzt muss ich das ganze Ding hier also irgendwie bekleben, den ganzen Umschlag. Huch. Was war das wieder? Steht mir wieder selbst im Weg.
So, was haben wir noch für Schnipsel? Ach ja, ich hatte ja hier so weit. Guck mal, das ist auch nicht so schlecht. Das könnte man jetzt hier nehmen und das gleich nochmal um die Ecke hier rumkleben. Das wäre ja nicht so schlecht, wa? Das machen wir jetzt. Ach so, dann machen wir das auch erstmal hier nochmal ein bisschen braun. Ich weiß ja nicht, was das hier war. War das nicht auch irgendwo? Ach, wer weiß. Keine Ahnung, wo der Schnipsel nur wieder herkommt. Aber ich habe extra vorher ein bisschen in meine ganzen Unterfächer geguckt, wo welche Schnipsel sind. So. Machen wir den hier raus. Und dann ist der schon mal weg. Und dann haben wir hier auch noch mal ein bisschen was in der Ecke geklebt. So, ne? Gut, haben wir das. Jetzt geht es hier dritt rum. Da müssen wir auch noch irgendwas suchen. Toll, das ist eigentlich schön. Guck mal, ich weiß ja nicht, ob man das reißen kann. Das ist natürlich jetzt hier so ein bisschen doof, weil das jetzt, ja, das hat jetzt die gerade Kante da. Nicht so schön. Gucken wir mal. Das war, wie gesagt, dieses. Was da. Aber oh, geht auch. Ich dachte, das geht nicht, weil ja die Folie innen drin ist. So, jetzt hatte ich ja irgendwie gesehen, dass man, wenn man sowas hier macht, dass man die kleine Seite festhalten soll. Oh, was geht. So, also wieder hier so ein bisschen was braunes. Irgendwie ist auf meinem Tisch ganz schön wühlig wieder mal. Können wir auch ein bisschen was auf dem Papier machen. Zumal das vielleicht auch ein bisschen dunkel ist, das Braun. Müssen wir vielleicht auch noch mal ein anderes holen. So. So, dann haben wir jetzt so was. Oh, nee. Jetzt. Das war festgeklebt. Ach Gott. So. Das machen wir jetzt hier oben drauf. Das war ja mein. Da ist mir dieses Ding da gleich abgeflogen. So. Oh, das macht auch nichts. Kleben wir auch wieder fest. So. Ist das jetzt gerade einigermaßen? Ja. Gut, das haben wir auch. Brauchen wir hier noch irgendwas? Das ist doch auch nicht schlecht. Jetzt könnte man das natürlich auch rumkleben nach innen, ne? Hätte ich eigentlich auch machen können bei dem Ding. Oder? Nö, ne? Machen wir nicht. So, Moment. Oh, das ist immer gemein. Dann ist natürlich hier überall schon Kleber drauf. Und dann klebe ich auf den Kleber. So, okay. Da haben wir was. Hier fehlt noch eine ganze Menge. Die fällt mir hier eigentlich. Ach so, das ist jetzt hier größer. Ja. Aber eigentlich müsste man das ja innen trotzdem drin kleben. War hier müsste ich ja so das wenigstens so haben, dass es bis darin geht. Kann man das doch trotzdem darauf kleben. Ja, mache ich jetzt. So, Moment. Mal Stelle finden, wo hier nicht schon alles zugeklebt ist. Ja, das dauert jetzt eine Weile, wenn ich hier so ein bisschen rumklebe. Das ist denn so. So. Ja. So, und hier müssen wir jetzt einfach mal das einschneiden. Ene Ding da, siehst du, halt nicht richtig geschnitten, nicht so ganz korrekt.
So. Okay. Hier fehlt jetzt noch so was Cleanet irgendwie. Das reicht nicht. Könnten ja, da fehlt auch. Das will ich nicht nochmal dahin kleben. Machen wir so weit, oder? Ja, guck mal. Kann man hier reißen und dann kleben wir einfach auch um die Ecke rum. So. Ja, das hätte ich vielleicht mit den anderen Sachen auch machen sollen hier. Dass man es rumklebt. Okay, alles gut. So, dann haben wir hier noch so was. Das ist ganz schön groß. Guck mal, das geht aber so hin. Ich glaube, das mache ich jetzt. Kleben wir das da so hin. Können das gleich oben mit rummachen. Ja, komm schon. Sieht unheimlich mein Kleber nicht. So, na gut. So. Also kleben wir das hier mal ein bisschen drin rein. Dann habe ich vielleicht mal eine Chance, da eine glatte Kante zu kriegen. Die ist ja hier auch so ein bisschen weggerissen gewesen. Dann können wir das hier oben nehmen. Nochmal umdrehen. So, mal hier so was. Jo, das ist ein bisschen stabiler, das Papier. So, was machen wir jetzt hier? Kann natürlich, ist das breit genug? Nee, ist das nicht. Aber so könnte man es trotzdem machen, oder? So, wir machen das hier nochmal hoch. Kleben das andere da runter, weil das ist hier so gerade. Ja, warte mal. Aber gut. So. So. Fertig. Gut. Okay. Dann hatte ich gesagt, das hier, das kann eigentlich hier rumruf. Genau, so machen wir das da. So, vielleicht hier noch die Seite. Kann halt sein, dass es ein bisschen zu clean ist für den Knick hier. Na gut, macht alles nichts. So, das kleben wir gleich mal hier hin. Dann ist das auch weg. So, jetzt brauchen wir hier noch irgendwie ein längeres Stück. Was haben wir da? Dieses, wa? Guck mal, das passt da super hin hier. Das ist zwar gerade, aber das macht jetzt auch noch. Ne? Das nehmen wir jetzt dafür. Können wir das hier irgendwo mal hinlegen, wo es nicht leer anklebt? Ich glaube nicht. Dann klebt dann irgendwann alles. So. Machen wir einfach auch so, dass es hier drin ein bisschen anfängt. Mal gucken. Komm mal her hier. So. Das
siehst du, dann haben wir das schon zugeklebt bis da. Fehlt hier nur noch ein bisschen was. So. Jo, das kriegen wir natürlich jetzt ohne zu, wa? Das nicht. Das ist jetzt doof, wenn wir das nehmen. Guck mal, wir könnten jetzt hier Spirit hinkleben. Ganz locker, nehmen wir noch ein bisschen braun. So. Und ich glaube, ich brauche dann da nur irgendein kleines Stück, wa? Dann habe ich, glaube ich, erstmal das Ding zugeklebt. So, kann das sein, genau, da brauchen wir noch ein kleines Stück, machen wir noch. So. Dieses hier, da ist so ein ganz kleines Futzlied. Hm? Das kleben wir jetzt da ohne hin. So, ich würde sagen, es ist zugeklebt erstmal. So, Moment. Jetzt habe ich ganz klebrige Finger. Hm. So, ja. Hier habe ich jetzt die Kante nicht umgeklebt. Jedenfalls nicht überall. Das hätte ich aber machen können. Hätte Fahrradkette, würde ich mal sagen. Aber jedenfalls haben wir jetzt erstmal so eine Tasche. Hm? So, das muss ich jetzt hier mal ein bisschen anziehen. Und ich gehe mir jetzt erstmal kurz die Hände waschen. Und dann machen wir mit dem anderen weiter, was noch so da passieren soll. Hm? Bis gleich. So, da bin ich jetzt erstmal wieder. Das ist noch nicht ganz durchgetrocknet. Das muss also noch eine ganze Weile warten. Das muss ich mir hier irgendwo hinlegen. Und jetzt kommt diese Karte ran. Hm. Ja, da sind wir bei dem Thema, worum es mir jetzt wirklich geht. Mit dir zeichnet und was weiß ich. Ach so, jetzt bräuchte ich vielleicht auch nochmal dieses. Oder vielleicht habe ich einen anderen Fensterumschlag hier. Nee, auch nicht. Ja, na doch, ich nehme jetzt mal einen anderen, damit ich euch mal zeige, was ich so machen wollte. Also, das ist ja meine Karte. Und ich habe mir was rausgesucht. Und zwar hatte ich mir von La Blanche mal diese Reiseset gekauft. Und das hatte ich damals wirklich gekauft wegen diesen ganzen Figuren, weil sowas habe ich eigentlich nicht. Hm? Gibt ja von Tim Holtz sowas und sonst wie. Und eigentlich ist das nicht das, womit ich wirklich sonst arbeite. Aber ich dachte, gut, okay, jetzt ist das so bei Junk Journaling, dann lässt du dich auch mal anstecken. So, und hatte mir jetzt hier schon was rausgesucht. So, ne? Die Karte, die jetzt hier rinkommt. Ja, ja, die müssen wir jetzt gestalten. Da kommen dann die zwei Männer heran. Die sollen durch das Fenster gucken. So, schon überlegt. Und dann kommt da ein Globus vor die hingestellt, also hier drinnen. Und diese tolle Uhr, die soll hier außen ran. Und die Koffer sollen hier ran. So von wegen Reise. Da haben wir nämlich gleich diese geometrische, weil es rund, der Globus ist rund. Ja, die Koffer sind viereckig. So, ne? Also haben wir schon mal. Und Gegenstand, ach so, Gegenstand sind die Koffer, ne? Oder der Globus oder die Uhr sind ja auch Gegenstände. Also haben wir das Gegenstand, Schnipsel habe ich schon, geometrisches ist es auch und jetzt kommt das Thema gezeichnet. So, also ich habe mir diese ausgesucht und dachte dann, ja, zu der Zeit verreisen die alle mit der Bahn. Tja, da ist jetzt so meine Idee, ich male jetzt hier unten einen Bahnhof. So, ganz mal, weil ich ja nicht malen kann. Ich will das auch so ganz clean haben, also so im Hintergrund, ne, wo diese stehen und den Rest muss ich so noch irgendwie machen. Aber hier auf dieses Schnipselzettelchen, was ich da noch reiße, da soll jetzt so eine kleine Bahn hin. So, heißt also, das haben die sich ausgedacht. Ja, sprich, also ich muss mal sehen. Also irgendwo fangen wir hier mit weit rundet an. So. Und dann Perspektive auch noch. Ach du Schreck. Ist ja ohne so irgendwie, dass das auf einen Punkt zugeht, wa? Ist das nicht immer so? So irgendwie. Dann gibt es da ein Führerhaus. Boah. Also ich kann nicht malen, ihr wisst das ja vielleicht, wa? Oder ich will das auch nicht. Das ist eigentlich, weil ich keine Lust dazu habe. So. Hier ist irgendwo ein Schornstein drauf. Haben wir hier so ein paar Dinge und eine Tür. So, und dann gibt es hier irgendwas gerade. Und hier unten, dann gibt es hier noch irgendwas davor. Und da unten so ein paar Dinger dran, also ein Rad. So. Und dann gibt es hier so Schienen.
So. Nicht schön, aber selten. Zwiebelkessel. Gut. So. Mehr gibt's nicht. So. Das reißen wir jetzt einfach weg. Das ist das, was die so offene Serviette hingemalt haben, mal ganz schnell. Und dann ist eine richtige Bahn draus geworden. Ne? Kann man jetzt mal so. Also habe ich jetzt eine Bahn gezeichnet. So, da müssen wir jetzt wieder mal. Oh, ups. Entschuldigung. Ich habe hier noch ein bisschen Fülle rumliegen, wie das immer so ist. Das machen wir jetzt auch noch ein bisschen braun. So. Gut, so ist es. Dann mache ich da auch noch ein bisschen Wasser drauf, weil ich mag eigentlich so was. Gut, das muss jetzt immer hier so einen kurzen Moment vor sich hin trocknen. Ja, und jetzt müssen wir uns mit dem Rest von dieser Karte da beschäftigen. Moment, mal hier, oh, siehst du, das trippt auch noch ab hier. Das war nicht in der Sache. So, also meine kleine Eisenbahn ist erstmal hier. Ja, die Karte. Die könnten wir jetzt auch anstellen mit Schnipseln bekleben noch. Haben wir ja noch ein bisschen was. Das wäre eigentlich auch eine gute Idee, wa? Aber nicht mehr die große Karte, die packe ich mal weg. Das gefällt mir nicht. Aber hier diese kleinen Dinger, das könnt ihr darauf. So, Moment mal. Ja, das könnten wir machen. Wo ist jetzt mein Mensch? Klebepapier hier. Eigentlich könnten wir das alle da raufkleben. Dann ist das weg und ich brauche mir keine Gedanken mehr drüber machen. Das ist ja immer für mich ganz gut. So. Also bekleben wir jetzt diese Karte da oben noch. Das ist verkehrt rum. Da muss die Schrift so. So, und das hier, das ist ja jetzt ganz gerade. Da muss ich jetzt nochmal ein bisschen was abreißen. Gut, das kann so sein, das ist in Ordnung. So. Dann machen wir das jetzt hier hin. Dann hatten wir dieses noch. Wie rum ist das richtig? So rum. Das ist doch auch witzig hier. Da reißen wir ein Stück ab und machen das da ganz oben hin. Diese geraden Dinger, ne, das ist natürlich gut, wenn ich die da irgendwo hinklebe, wo es gerade ist. Das macht sich, glaube ich, ganz gut. Wobei ich die Ecke hier jetzt, achso, doch, ich werde es mal noch mal. Also ich will die Karte dann nachher auch noch mal ein bisschen abrunden. Also die soll nicht eckig bleiben, sondern die soll schon rund werden. So, achso, ich könnte die nachher auch noch umnähen, wa? Das wäre ja auch noch mal eine Maßnahme. Wenn man das noch mal macht. Das kann man doch hier mal die Zettel abreißen, siehst du. Das noch irgendwo hinkleben. Dann können wir ruhig eins hier unten hinkleben, so. Die ruhig so mittendrin. Ja, hier haben wir noch so ein schönes großes Stück. Das kann da oben irgendwie hin. Ah, oh, hoch. Na. Und dann haben wir ja noch das große Ding. Das kleben wir jetzt einfach dahin. Ja. So.
ein Stück. Können wir noch ein bisschen kleiner reißen. Kann man das hier hinkleben. Und hier haben wir ja auch noch ein Stück. Das kann ja hier irgendwo. Ja, vielleicht dahin. Wie gesagt, ist jetzt so, dass das natürlich jetzt nicht alles vollgeklebt ist. Aber das ist vielleicht auch nicht so schlimm. So, und dann haben wir noch das hier. Das ist ja auch noch irgendwas. Genau, da kann auch, weiß nicht, wir das auch noch mal clean. Ja. Schnipsel. Wallet voller Schnipsel. So. So, dann haben wir jetzt also das erstmal. Und ich habe schon wieder ganz klebrige Hände, wie das immer so ist bei mir. So, das müsste jetzt eigentlich auch noch ein bisschen trocknen, wa? Können wir jetzt trotzdem da schon so eine Ecke abmachen? Das würde mir schon gefallen. Und zwar eine richtig große Ecke hätte ich gerne ab. Vielleicht oben größere und als unten. Hm? Mal rausnehmen. Obwohl, nee, machen wir mal alle gleich, ne? So. Runde Ecken. Also abgerundete. So. So, ja, nähen wäre eigentlich auch noch eine gute Sache. Muss ich mal sagen, oder? Ja, jetzt kommt hier meine kleine lustige Lok. Die ist noch nicht trocken. Also ich glaube, ich muss das jetzt hier noch ein bisschen trocknen, bevor ich mich damit nochmal weiter beschäftige. So, jetzt habe ich das hier umnäht und auch gleich ditte. Nicht besonders schön, aber gut, ist okay. Und hier meine Karte auch, aber auch nicht so schön. Deshalb müssen wir jetzt hier noch ein bisschen überall mit ein bisschen braune Farbe rüber gehen. Ich habe hier auch wieder den Faden so hängen lassen, finde ich ja immer sehr schön. So. Okay, ist nicht mehr so viel drin bei mir in meinem Stempelkissen. Ne? Irgendwie sieht das so aus. Muss ich mir mal ein anderes Braun hier wieder wirklich rausholen. Weil das ist schon ein bisschen dolle. So, warte. Hier ist mein Wischeblatt. So. Krieg das hier nochmal noch ein bisschen Braun drauf. Ja, geht eigentlich, oder? Denk mal schon. Ich hatte mir hier noch so einen Schriftstempel hingelegt, weil ihr könnt ja da noch was machen. Oder eigentlich war ja meine Idee zu diesem Thema Zeichnen, ja. Kann ich ja auch mal zeigen. Ich hatte eigentlich gedacht, wer sagt eigentlich, dass ich das mit der Hand, mit drei Hand zeichnen muss? Da stand nur gezeichnet. Und ich würde ja immer so was hier machen. Ja? Ich habe ja noch so Schablonen von mir. Ja, so. Die sind übrigens hier mit diesem lustigen Band beklebt, damit die Tinte nicht dahinter läuft. Und dann könnte man ja zum Beispiel mal so was hier machen. Weiß ich nicht. Und so einfach mal was ganz Abstraktes zeichnen. Und wenn man Lust hat, kann man die Flächen denn auch noch irgendwie farbig machen. Also hier sind ja, das ist glaube ich eine Elektroschablone. Ich weiß ja nicht, warum die hier immer so komisch ist. Das sieht aus, als ob die irgendwie mal auf was Heißes gelegen hat oder was. Keine Ahnung. Aber da kann man jetzt ja weitermachen. Indem man da irgendwie mal dran malt, so einen Kreis oder gibt so kleine Dreiecke. Witzig ist so das hier. So diese ganzen, wenn man so einen kleinen Stift hat, wie der hier, dann wären das ja fast richtig Punkte. Also fast. Wie gesagt, eigentlich früher hat man ja, ne, so was. Und das wäre auch was, was lustig ist. Aber das machen wir jetzt nicht weiter. So, wollten jetzt die Hülle davon hier lassen. Hier. Weil, hier passt ja doch genug auf. Das war so meine Idee, wenn das jetzt hier nicht reicht, dann male ich da einfach so was hin. Weil, technisch. So, hier ist meine lustige kleine Lok. So, also da muss jetzt zum Beispiel, da stempeln wir jetzt einfach noch so eine Schrift damit ruf. Weil das ist mir jetzt, da machen wir mal hier so einen Kaffee. Und nehmen uns, das ist nämlich so eine ganz kleine Schrift. Die machen
machen wir jetzt einfach auf, also so seitlich irgendwie. Ist da so weit genau. Dann sieht es nicht ganz so schlimm aus. So. Zack. So, reicht. Genau. Kann man hier noch irgendwo. Ist da noch Farbe drauf? Ja. Zack. Und so. Genau. Dann ist es nicht ganz so schlimm. Und die muss ja auch nicht so im Vordergrund stehen. So. Ja. Wir haben jetzt das. Und jetzt kommt es drauf an, das da irgendwie so hinzukleben, dass das einigermaßen passt, wa? Oh. Ist ganz schön eng. Wieso das? Wieso ist meine Tasche so eng? Sagt mir das mal einer. Aha. Weil das hier. Sagen wir ja nicht, ehrlich. Nee, passt drin. Wusste ich doch. So, also, jetzt müssen wir uns mal angucken, auf welche Ebene ich das hier hinkleben muss. Mein Look. Genau da auf die Autobahn. Da kleben wir jetzt die Lok hin. Warte, Klebepapier. Und dann die beiden Männer und wie gesagt, den Globus wollte ich da auch drauf haben, dass die so durchgucken. So. Also hier kommt einfach jetzt diese Lok da so hin, in den Hintergrund. Ja, hat wie gesagt, nicht wirklich so eine Vordergrundbedeutung. So, jetzt müssen wir bis gucken, wo die beiden Männer hinkommen. Das ist jetzt ein bisschen tricky. Die könnten hier hin und gucken sie dann durch. Ja, wenn ich die dahin klebe. Ah, die klebe ich jetzt, das ist so ein anderes Papier, das klebe ich nicht damit auf, das klebe ich jetzt mit richtigem Kleber auf. Also meine, ihr seht schon, meine Lok ist jetzt vollkommen im Hintergrund, aber das sollte auch so sein. Ihr habt ja gesehen, dass ich da eh nicht gemalt habe und gut ist. Ne? Ich habe mir Mühe gegeben, okay? Für diesen Prompt. Okay. So, also jetzt nochmal gucken. Das müsste passen. Die Höhe, da stehen die ein bisschen. Ja, sollten sie auch. Die sollten nicht. So. Okay, wartet. Wo ist hier mein Papier? So. Dann haben wir hier diesen Globus. Den hatte ich ja nicht hier unten gehabt. Guckt der denn noch raus oder nicht? Doch, der guckt raus. Die sind also sozusagen gerade dabei, das große Schienennetz über den Globus zu spannen, schätze ich mal. So. Das kommt dahin. Gucken wir mal, ob es passt. Na, wie angegossen, oder? So, dann hatte ich gesagt, die Koffer, die machen wir einfach dahin. Genau. Wobei natürlich jetzt Travel steht da. Habe ich nicht noch irgendwo so ein anderes Ding mit Travel? Wartet mal, ich muss mal kurz noch mal gucken, ob ich noch was anderes habe. Okay, Moment. Ja, ich habe nämlich jetzt hier so was neu gefunden oder dran gedacht, weil ich habe ja von Tim Holz hier so eine Dinger, wo so ein Wort drauf steht. Und da kann man ja eigentlich so machen, dass das Wort da ist. Boah, die sind ja immer so gemein, weil die weiß sind. Ja? So, die Kanten. Da muss man immer sich eben mal hier so die Mühe machen. Muss man nicht, aber ich mache das. Und das Schwarze mal, komm her hier. So, dann kleben wir diese Travel hier nochmal hin und setzen die Koffer da oben rauf. Hm? Schief? Habe ich wieder geschafft? Ja. So, also kleben wir jetzt die Koffer da noch hin. Das wäre jetzt, also sagen wir mal, das ist jetzt der Gegenstand. Hm? Die Koffer da. So, Tja. Und, wie Sie sehen, hätte man so runterschieben müssen, weil die Koffer sind ein bisschen. So, jetzt. So, und dann hatte ich ja gesagt, ich möchte noch diese Uhr hier unbedingt haben, weil die so für Bahnhof steht und so. So, ich glaube dann. Und dann müssen wir uns noch ein bisschen um diesen Verschluss kümmern, weil
Bis jetzt ist die Tüte ja noch nicht verschlossen, sondern die ist ja dann noch offen. So, jetzt hier so eine Bahnhofsuhr. Ups. Gut. Moment. Haben wir jetzt alles? Ich muss mal schnell nochmal gucken. Also, wir haben jetzt Schnipsel, Gegenstand, Koffer. Wir haben geometrisches und wir haben was hinten, was gezeichnet ist, was keiner mehr sieht. So, und das ist jetzt diese Tasche. So, und jetzt kümmern wir uns um den Verschluss. Da hatte diese, wie heißt die denn nun mal? Camellia. So ein Band irgendwie. Und ich habe mir jetzt hier, das ist auch so ein Pseudo-Baker-Twine vom Action. Dann machen wir mal ein Eyelet. Und hier unten, das ist jetzt ein bisschen tricky, weil da müssen wir noch ein bisschen was basteln. Da brauchen wir noch mal ein Papier. Und es wäre nicht mal so schlecht gewesen, meine Schablone fällt mir gerade so ein. Weil das passt eigentlich ziemlich gut. Wir könnten sowas machen. Ein Unterteil und ein Oberteil. Dann hauen wir da ein Eyelet durch. Das ist ja nicht so verkehrt, glaube ich. So, wartet mal. Ich mache um einen schwarzen Stift. So. Und das hier. Ja, ich hoffe, das passt so einigermaßen. Das bestempeln wir auch noch mit irgendwas, fällt mir gerade ein, war, könnten wir noch machen. Ein Eyelet haben wir schon rausgesucht, ist okay, aber wir brauchen noch ein zweites. Ich brauche ja da oben eins und hier unten für dieses runde Teil brauchen wir ja, glaube ich, auch eins. Hauen wir da auch eins durch, war. Das ist besser. Wartet, wartet, wartet. Man könnte natürlich auch einen zweiten kleinen Kreis noch drunter setzen. Dann habe ich gleich den Abstand. Ja, machen wir halt mal. Ich versuche das mal, ob das geht. Ich habe noch nie so einen Verschluss gebaut. Ich hätte jetzt gerne noch mal irgendwie, wie gesagt, da so ein bisschen was drüber gestempelt. Damit das nicht so komisch aussieht. So. Das jetzt wieder doch wieder sauber machen. Hier kleinen Augenblick. Dauert halt ein bisschen bei mir, ihr wisst das. Außerdem, ich habe mir auch, ehrlich gesagt, das Video nicht von Anfang bis ganz Ende angeguckt, sondern mir geht es ja dann mal rum. Ich will das ja auch ein bisschen selber versuchen. So, jetzt schneiden wir das hier mal aus. Komm mal her. So wie ich mir das denke. Das ist dieses Ding, wo man sozusagen das Band rumwickelt. Habe ich jetzt einen Denkfehler? Nee, ja. Stimmt schon. Jetzt muss er jetzt ein bisschen Abstand haben. Und dann muss ich jetzt ein Eyelet durchmachen. Kriegt man dann ein Band rundherum? Ich hoffe das. Wir versuchen das. Wenn schief läuft, ist es auch nicht so schlimm. Dann war es ein Versuch wert. So. Gut, okay, meine muss man jetzt fangen. So, ein Eyelet können wir erstmal hier drin setzen, in die Mitte. Mitte, Mitte, Mitte. Ich brauche ein großes Loch. Genau dieses. Und habe hier so schlappe 11 cm. Also bei 5,5 muss ein Loch drin, ne? Mal gucken. Schaffe ich das jetzt hier so heute? Ja, so ungefähr 5,5. Da kommt jetzt ein Loch drin. So. Gut, und jetzt müssen wir mal hier gucken, dass wir das irgendwie zusammenbasteln.
Ja, wenn ich das nämlich das Eile drin haue, dann habe ich da keinen Abstand. Deshalb war ja die Idee, ich nehme da einfach noch so ein kleines Ding dazwischen, wobei das natürlich wirklich, naja, grenzwertig ist vielleicht. Ah, ihr könnt es ja mal versuchen. Ich habe keine Ahnung. Mal gucken. Ich habe nämlich von einer Freundin mal was geschenkt gekriegt, die hatte so einen Verschluss gemacht, aber die hatte so ein total stabiles Papier. So, also klebe ich das einfach mal darauf. Dann muss ich alle drei Dinger durchhauen. Und vor allem jetzt erstmal die Mitte finden. Na ja, komm. So. Das und das da. So. Sagen wir mal. Na, das ist nicht viel mit. Kann man da ein Band rumziehen? Ah, wir werden das sehen, oder? Ich habe keine Ahnung. So, jetzt kommt nämlich das wirklich Spannende, da ein Loch drin zu basteln. In der Mitte auch noch. Könnte so sein. Gut, ist in der Mitte. So, da machen wir dann eine drin. Und müssen das eben mal so. Vielleicht machen wir das nur ein bisschen leichter, wa? Oder? Hier ist es. Na komm mal her, hier. Das will nicht. Das hat keinen Bock mit mir zusammenzuarbeiten, wie manchmal so die Sachen so sind. So, ist jetzt da noch Abstand oder nicht? Na doch, das habe ich nicht richtig festgemacht, Gott sei Dank. So, und hier machen wir das Eyelid fest. So richtig. Das sind so eine Büro-Eyelets. Die hat mir mal auch jemand mitgebracht. So, ich bin gespannt, ob das funktioniert. Vor allem könnte natürlich jetzt sein, dass dieses Band zu dick ist. Keine Ahnung. Ups. Wo geht denn das hier auf? Hier ist ein Fupsel, da ist ein Fupsel und geht nicht. Ja, lustig. Wie ist denn das hier drin gemacht? Irgendwie drin geknotet oder was? Wo ist denn hier der Anfang? Guck mal her hier. Hier ist einer. Gut, okay. So. Das heißt also, eigentlich könnte man jetzt hier so ein Stück Band machen. Macht das hier dran fest. Und dann kann man das hier so rundherum wickeln. Die hatte das so ja nochmal eben mal komplett rumgewickelt. Also da brauche ich ja richtig viel Band. Habe ich da noch ein anderes Problem? Nö. Ihr könntet ja wirklich so machen, dass wir das rundherum wickeln. Bup, bup, bup. Wie dick, wie lang Band. Ich schneide hier mal einfach so was Langes ab und dann gucken wir uns das mal an. So, pass mal auf. So, nehmen wir mal die Hälfte. Das ziehen wir jetzt hier mal durch. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie sieht das immer besser aus? Nee, andersrum. Ich mag eigentlich immer lieber, wenn hier diese Schlaufe nach oben steht. So, so hatte sie das da und dann hat sie das hier rumgewickelt und dann hat sie das hier um dieses, was hier nur unten ran geklebt werden muss. Ja, nicht schwierig jetzt. Weil wenn ich das jetzt so mache, kann ich das euch ja nicht zeigen, weil es ja nicht richtig klebt. Schaffen wir das mit so einem Klebeband, dass es mir nicht gleich abfällt. Mal sehen. Mal sehen. Mal ein bisschen basteln hier. So. Gucken, ob das was ist oder nicht hier. Also wie gesagt, das Eyelid ist ein bisschen mit Abstand eigentlich und nicht so fest da drauf. Dass ich hoffe, dass ich da das Band da rumgekriegt habe. So, jetzt, oh, jetzt kommt ja, das muss ich ja hier wieder auch in der Mitte machen. Also ungefähr so ist die Mitte da. Zack. So, und jetzt schaffe ich das da, das rumzuwickeln. Das ist bestimmt zu dick, wa? Nee, guck mal, das geht.
Kann ich jetzt sowas hier machen. So. Ich würde sagen, fertig. Ich habe jetzt so eine Tasche da gezaubert. Oder auch nicht. Ach, das ist jetzt was von innen, von der Karte. Dachte schon, ich habe da was vergessen, aber. Und das ist ja nicht so übel. Guck mal. So, zack. Und wie macht. Karte drin. Gut, das kann ich jetzt hier ohne abschneiden. Das ist eigentlich Quark, wa? Lassen wir das. Schneiden wir das mal lieber ab. Das ist besser aus. So. Gut. Oh, fertig. Ja. Das ist doch nicht mittig hier, sehe ich schon. Eigentlich richtig mittig gemacht. Aber gut, das fällt vielleicht ja nicht auf. So. Ich habe jetzt also hier so eine Journaling-Card mit einer Urennaht. So. Die kann man jetzt hier reinstecken. So. Kann man auch als Karte nehmen und Umschlag. Finde ich ja nicht so schlecht. So, jetzt kann man das so rummachen. Und dann das vielleicht von der Seite immer eben mal zudrehen hier, damit es ein bisschen. Sonst sieht das ja ein bisschen komisch aus. Weil ich dann eben mal so rum habe. So, und dann kann man hier nochmal ein bisschen weit abschneiden. Dass es nicht ganz so lang ist. Ich würde sagen, fertig. So, jetzt gucken wir nochmal. Also Würfel Weekend 19. Gegenstand. Haben wir jetzt zum Beispiel Koffer. Oder eine Uhr oder ein Globus. Dann haben wir Schnipsel, habe ich alle draufgeklebt. Geometrische Formen. Haben wir den Globus, ist rund und die Uhr ist rund. Und gezeichnet habe ich ja da so ganz versteckt. Ja, damit keiner sieht. Damit keiner sieht, habe ich ja da hinten so eine Lok drauf gemalt hier. Die nur noch ich sehe. Ja, finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht geworden, muss ich echt sagen. Ja. Ich freue mich, dass ich das geschafft habe, daran wieder teilzunehmen. Das hat ja echt Spaß gemacht. Gut. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen gefallen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.